nach dem Hessenligaspiel Eschborn gegen Wiesbaden. Ich glaube, wir haben ein spannendes, interessantes Spiel gesehen, aber ich werde es noch nicht viel sagen. Ich glaube, das Statement überlasse ich den Trainer. Herr Bartic, ich gebe Ihnen als erstes das Wort zum Spiel, zum Sieg Ihrer Mannschaft. Ich kann nur sagen, dass wir heute das Spiel mit viel Engagement, aber mit sehr viel Glück gewonnen haben. Am ersten Mal in der Runde 3 Standardtore erzielt. Das ist für uns total unglaublich. Und Standardtore kann man nur erzielen, wenn Gegner auch ein bisschen mithilft. Wir haben erst eine halbe Stunde schlecht gespielt, waren kaum gelegen, haben alles, was uns vorgenommen haben, kaum umgesetzt. Wir haben schlecht verteidigt und schlecht nach vorne gespielt und dann auch gerecht nur 2 hinten gelegen. Und sicher ist unsere Qualität, dass wir dann mit Tor, mit der ersten guten Aktion dann erzielt haben, 1-2. Und dann ist es nach Spielverlauf, erster Halbzeit, Ergebnis von 1-2, 18 haben. Waren wir nah dran, haben versucht, zweite Halbzeit das zu machen, was wir normal machen können. Und haben etwas intensiver geschafft, Gegner zu bekämpfen, Spiel zu übertragen, gegnerische Hälfte. Und relativ schnell dann mit dem Meter Ausgleich geschafft und nach einer Stunde Spiel mit 2-2 hat man von dieser Seite gemerkt, dass wir Punkt haben und 2-2 haben für einen Spielverlauf, der sicher ganz anders war. Und ich glaube, dann nur 2-2-2 zu haben, haben wir schon etwas energischer, giftiger und zielstrebiger. Dann ist es natürlich, dass wir dieses Gefühl entwickelt haben, dass das Spiel im Spiel für uns was geht. Und dann nach Einwurf und sicher große Hilfe auch vom Gegner, weil wenn der Ball so lange unterwegs ist, haben wir geschafft, noch 3-mal Ball zu spielen und irgendwie über die Linie dann zu tragen und dann 3-2 nachher gut verteidigt und einmal noch in entscheidende Situation bei Standard noch vom Gegner mit Pfostenschuss Glück gehabt und gut verteidigt und das Spiel gewonnen. Ich habe Mannschaft gewarnt, ich wusste, dass er schon eine Mannschaft in der Lage ist, gute Spieler hat und geschulte Jungs, die nicht richtig eng gedeckt werden und attackiert, so wie es der Halbzeit war, ganz klar aus Überlegen waren und besser gespielt haben. So ist es, wir sind zufrieden. Uns ist nicht gelungen, so zu spielen wie die letzten 2 Spiele auswärts gegen Lehnert zu der Firma, wo wir klar besser waren heute, aber es ist auch nicht verboten, wenn man ein Spiel in 90 Minuten insgesamt nicht besser ist, darf zu gewinnen. Danke. Danke, Bartic. Stefan, Enttäuschung pur bei dir nach den 90 Minuten? Und Stimme ist noch da, hoffe ich. Stimme ist noch da, ja. Wundert mich auch ein bisschen. Aber natürlich ist die Enttäuschung groß. Wir hatten uns nach den 2 verlorenen Spielen, gerade hier zu Hause, sehr, sehr viel vorgenommen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das von Beginn an sehr gut umgesetzt hat. Ja, wie es der Trainerkollege schon sagt, waren wir sehr, sehr engagiert, wir waren sehr, sehr griffig, sehr zweikampfstark, unwahrscheinlich. Wir hatten ein hohes Tempo im Spiel nach vorne gehabt. Ja, gerade so auch, fand ich, der Gegner kam jetzt erst ganz gar nicht zurecht mit unseren 3 Sechsern und im Ruben Leopold 10er Position plus den 2 wendigen Stürmern. Jan und Toni, das sah schon sehr, sehr gut aus und wir haben in der ersten Halbzeit eines erreicht, das haben wir schon lange im Spiel zu Hause geschafft, die Zuschauer mitzunehmen. Man hat endlich mal gespürt, dass hier ein bisschen Leben in der Bude ist. Natürlich sind wir dafür verantwortlich und von daher hatten wir auch dann ja, verdient 2-0 oder sind 2-0 für die Führung gegangen, was halt dann schade war schon, dass wir versäumt haben, das dritte zu machen. Und ja, es ging halt dann los mit dem 2-1 Standardsituation. 10 Minuten vor der Halbzeit, dass eine Mannschaft nie so gut tut dann vom mentalen Bereich. Ja, wenn du dann halt ein 1 kriegst und dann gehst du so in die Halbzeit, eigentlich hast du viel, viel investiert und warst überlegen und dann steht es doch nur 2-1, was halt eben ein Scheißergebnis ist im Fußball, ja, weil das Spiel ganz schnell auch dann, oder der Gegner ganz schnell das Spiel auch drehen kann. Und leider Gottes wir auch schon in der Vergangenheit immer Probleme haben, hatten nach der Halbzeit dann eine gute erste Halbzeit anzuknüpfen. Ja, es mag auch daran liegen, dass wir auch so ein bisschen
oder einige Spiele haben, die nicht im Rhythmus sind, wo dann auch ein bisschen ab der 60. die Kraft nachlässt, ja, wo wir dann auch zu wild agieren, wo wir nicht mehr organisiert agieren, wo wir auch im Spiel nach vorne nicht mehr aus unseren Positionen heraus spielen. Und somit hast du logischerweise immer gegen eine Truppe von Wiesbaden dann Probleme, ja, weil du hinten dran viele Räume dem Gegner gibst, wenn du auch nicht immer den Defensivgedanken auch bei Ballbesitz eben hast. Und dann haben sie es eben dann mit mehr Tempo gespielt, waren dann eben ein bisschen zielstrebiger im Spiel nach vorne und die konnten nicht mehr so die Zweikämpfe gewinnen, sind dann von Mann zu Mann gelaufen. Und ja, so kriegst du halt dann zu dreht ein Spiel und auf einmal steht es 3-2 und du stehst draußen und kannst es eigentlich gar nicht fassen und wahrnehmen, was da jetzt gerade passiert. Ja. Nur, wir haben bis zur letzten Sekunde gefightet, bis zur wirklich den Glauben daran gehabt, wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Und leider Gottes spiegelt halt so die ganze Saison, die ist eine Wahnsinnssaison, dass wir auch dann immer ja, so einen entscheidenden Moment nochmal mit einem Freistoß vom BOB, der halt in den Pfosten geht, ja, und der Nachschuss dann vorbeigeht, statt du eben mal einfach so ein Ding noch reinwürzt, ja, Nachschuss oder in den Pfosten und rein. Die Dinge, die, ja, das will der liebe Gott dieses Jahr nicht so bei uns hier. Und das ist halt schon sehr tragisch, ja, und mir tut es sehr, sehr leid, wenn du so eine ja, Mannschaft siehst, die so leidenschaftlich gekämpft hat, dass sie ganz ohne Punkt jetzt hier oben stehen muss. Und traurig natürlich, ja, muss man auch ansprechen, dass der Tobi Stehling vor dem Tor natürlich ja, bei allen drei Toren beteiligt war. Und das tut mir leid für ihn, weil er uns so viele Punkte schon gerettet hat und ein sehr, sehr guter Torwart ist. Heute hat er einen Abend schwarzen Tag gehabt. Das tut mir auch leid, weil er kurz vor der Verabschiedung hier steht, weil er nach Berlin zieht. Ja, und er natürlich vielleicht aus diesem Grunde auch dann ein bisschen übermotiviert war. Aber es ist natürlich schrecklich, ja, wenn du weißt als Torwart, naja, aber hast du einen raumschwarzen Tag gehabt und konntest der Mannschaft jetzt nicht helfen. Ja. Das Zweite ist halt, dass du, oder ich persönlich natürlich auch, ja, Schicksal dann erleidest, indem Yunus Basu, den ich hochgezogen habe, bei Rot-Weiß Darmstadt ein Tor erzielt und Toni Muka, den ich ein bisschen Fußballspiel beigebracht habe, in vier an Rot-Weiß Darmstadt zwei macht, schießen die mich dann ab, die Dreckskerle, dann ist es natürlich, ja, die beide Sache, die weh tut. Trotz allem sage ich, die Art und Weise war sehr, sehr gut. Besonders die erste Halbzeit, die war begeisternd. Und wir müssen die letzten drei Spiele genauso weiter agieren. Und dann werden wir noch ein paar Punkte machen. Dann geht es weiter. Und wir wollen uns sauber und ordentlich und professionell mit noch ein paar Punkten eben verabschieden. Und wollen dann die Lehre ziehen aus diesem Jahr. Und wollen dann im nächsten Jahr wieder voll anfangen. Dankeschön. Fragen an die Trainer. Herr Adam, Sie haben nach dem Spiel in Oberrat gesagt, wir dürfen jetzt die Runde nicht einfach so ausklingen lassen. Die Leistung der Mannschaft war sehr engagiert, vor allem in der ersten Halbzeit. Warum hat Ihre Mannschaft so kurz nach der Halbzeit den Faden verloren, dass das Spiel dann noch verloren wird? Ja, weil man es immer so begründen kann. Ich meine, ich habe es ja angesprochen, das hast du schon oftmals dieses Jahr gehabt, das zweite Halbzeit, dass wir da die erste nicht mehr so anknüpfen. Ja. Es ist bestimmt nicht so, dass die Mannschaft rausgeht und sie will weniger machen. Aber es gibt dann halt dann zwei, drei entscheidende Momente vom Beginn an nach der Halbzeit und es ist dann wirklich dann so eine Sache, die sich wahrscheinlich im Kopf abspielt. Ja. Dann wirklich auch zu sagen, naja, hoffentlich können wir jetzt die zweite Halbzeit genauso gehen wie der ersten. Das ist dann irgendwo auch eine mentale Sache. Ja. Wahrscheinlich und natürlich kommt heute mit dazu, dass der Gegner ja auch schon ein bisschen Qualität hat. Ja. Und SV Wiesbaden muss man halt den Lob machen heute, dass er das Ding dann drehen wollte, dass er halt einfach auch dann viel besser dagegen gehalten hat. Und ich sag's nochmal, mit dazu kommt dann vielleicht auch dann mit irgendwo der ein anderer Spieler, der ein bisschen dann Probleme hat im konditionellen Bereich, aufgrund dessen, weil er keinen Rhythmus hat. Ja. Es darf uns nicht passieren, aber leider Gottes ist es ja so. Und wenn du dieses Form- oder ein Halbzeit-Thema siehst als Trainer, dann ist es noch schlechter, wenn es aber anspricht. Also du hast einfach die Hoffnung, heute habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, wir ziehen das durch 90 Minuten. Leider Gottes hat es eben nicht funktioniert. Ja. Aber wie du schon sagst, also die Reaktion war da nach zwei schlechten Spielen und so muss es sein. Noch eine Frage? Noch eine Frage an Herrn Basic. Wie schätzen Sie nun die Chance des SV Wiesbaden auf den Aufstiegsrelegationsplatz ein? In den letzten Saisonspielen? Wir haben so einen Plan. Mit heutigen Spiel haben wir Anzahl von Punkten.
Punkte erreicht, die wir letztes Jahr gehabt haben, mit 36 Spielen. Wir wollen so nah dran wie möglich an 60 Punkte kommen, haben einen ganz klaren Plan, haben noch 4 Spiele, wollen uns verstärken und Ziel haben, die nächste Runde klar über 60 Punkte zu kommen. Jeder Sieg, den wir jetzt noch schaffen, wird diese Mannschaft, die wir haben, bestätigen. Mit ein paar Leuten, die wir geholt haben, gehen wir davon aus, dass wir noch 3 Siege mehr holen können und haben dann Plan und Ziel, erst dann uns vorzubereiten. Wenn es sich so jetzt ergibt, dass wir Zweiter sein sollten. Wir haben Ziel ausgegeben, um erste 4 zu spielen. Das ist unser Wunsch und Ziel gewesen dieses Jahr. Hat sich jetzt einiges im Verein verändert. Wir haben auch Phase gehabt, letztes Jahr, wo bei uns ausgesehen hat, dass es nach dieser Runde Ende ist. Wir haben einige Spiele da auch verloren. Wir gehen davon aus, dass wir eine solide Mannschaft haben. Wenn diese Mannschaft noch auf einige Positionen verbessert wird, muss es das Ziel und Plan nächstes Jahr über 60 Punkte zu holen. Und gehen wir davon aus, letzte 5 Jahre, keine Mannschaft war Dritte, die geschafft hat, über 60 Punkte zu holen, letzte Jahre. So ist es unser Plan. Dass die Bander mehr Punkte jetzt haben und bessere Möglichkeiten und bessere direkte Vergleiche. Viele wissen aus dem Tordifferenziell ging dieses Jahr und wir haben gegen alle schlechter direkte Vergleich. Das ist dieses Jahr kann nur funktionieren, wenn unsere direkte Konkurrenten Schwäche zeigen. Und so ist es, dann werden wir, aber wir sind auch nicht vorbereitet, ganz objektiv, auch in der Mannschaft und auch als Verein, werden nicht verweigern, wenn das so kommt. Wir wollen auch noch 4-mal alles versuchen, aber wir sind in gar keinem Fall so weit bereit, über Regionalliga zu reden, auch mit Mannschaft und auch mit dem Verein. Dieser Wunsch ist natürlich sportlich, man wird es nicht, ich finde es sehr toll, dass 5 Vereine Antrag gestellt haben, dass so soll das sein, so hat der Fußball Sinn. Ein Kollege von Filmer hatte mir gesagt, wir haben letztes Jahr eine tolle Mannschaft gehabt. Man sieht auch hier, wie das, ich bin sehr schön überrascht, dass es funktioniert, weil wenn man am Saisonende verweigert, Möglichkeit aufzusteigen, hat jeder Trainer nächstes Jahr ganz große Probleme. Mit Firma haben sie mir gesagt, haben sie unter 70% Trainingsbeteiligung, weil dann hat Fußball keinen Sinn. Wenn man die erste 4 ist und verweigert, dann Aufstiegsspiele, dann hat Liga und Fußball keinen Sinn. Das ist Hobbyfußball und hat man nur Gefühl, dass man einfach Runde für Runde. Solche Spiele wie heute kann man dann selten sehen. Und das ist das, was wir vorhaben und was wir gerne machen. Weitere Fragen? Keine von dir. Bist du ein für Medienvertreter? Oh, ich habe sie geredet nur dich an. Gut, perfekt. So, dann noch 2 Veranstaltungshinweise. Nächstes Heimspiel ist am 9. Mai. Ich hoffe, dass die knapp über 350 Zuschauer dann auch wieder hier sind zum letzten Heimspiel gegen Eintracht Stadtallendorf. Am Sonntag spielt dann noch unsere 2. gegen die SG Höchst, auch hier vor Ort. Oh. Allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende, wenn sie nicht am Sonntag hierher kommen. Was ist Sonntag? Wochenende, Samstag und Sonntag. Und Herr Basic, dann schließen wir mal so an, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Sie wollen nicht aufsteigen, das ist das Fazit daraus. Und wollen unbedingt ein tolles Derby. Nur wenn wir müssen. Nur wenn wir müssen. Die anderen schon. Und freue mich, also nächstes Jahr haben wir wieder ein Taunus-Derby hier, einmal hier und einmal in Wiesbaden. Super. Wir auch, genau. Und hier über Jahre spiele ich sehr gerne hier. Das ist mein Lieblingsgegner. Na, das freut mich. Ja, ich war schon über Jahre mit Tränen. War immer schön hier zu spielen. Kurze Fahrt und kam auch von Ergebnissen immer ein bisschen. Letzten drücker. 2 Jahre haben wir die Punkte euch gegeben. Alle guten Dinge sind 3, dann bleiben sie hier. Genau. Alles klar, perfekt. Also, ciao.